Leute, Weipers Meerwasser mal wieder unterwegs. Ihr wolltet da draußen, dass ich nochmal beim Basti vorbeischaue. Und tatsächlich tut sich beim Basti was. Und was genau, warum, weshalb, wieso, werden wir im Endeffekt sehen. Ich hoffe, das funktioniert hier. Ich mache das jetzt gerade das erste Mal. Ja, genau. Der Typ und Technik. Ich würde sagen, wir schauen gleich mal weiter. Ja, ich würde sagen, schauen wir mal, ob er da ist. Tür geht auf. Und da ist er. Da ist er. Lange nicht mehr gesehen. Ja. Servus, der Herr. Und da ist das gute Stück. Immer noch an der gleichen Stelle. Ich glaub's nicht. Ohne Wasserschaden. Ohne Wasserschaden. Sachen gibt's. Ich glaube, wir gucken gleich mal genauer rein. Ja, Ladies and Gentlemen, da sitzen wir, da sind wir. Na? Ihr habt es gefordert. Nach wie vielen Monaten? Da ist er. Oh, das ist lange her. Schon ein paar Monate her. Ja, blenden wir mal uns. Nein, ich habe es jetzt gerade nicht so wirklich im Kopf, aber du hast ja auch nichts gehabt. Nö, tatsächlich nicht. Nicht was irgendwie... Mist, wenn ein Plan funktioniert, ne? Ja, so ungefähr. Bis auf eine Kleinigkeit, ne? Bis auf eine winzige Kleinigkeit, mit der du dauerhaft im Moment am Kämpfen bist. Ja, Kugelalgen halt, ne? Kugelalgen, ja. Kugelalgen in so einem kleinen Becken. Du hattest Mitraxkrabben drin gehabt? Mehrfach schon, aber die haben sich dann gegenseitig erledigt und das Oberhaupt von denen haust jetzt in der Milka. Und tut nicht das, was es soll. Ich weiß auch gar nicht, wie der überlebt. Du fütterst wahrscheinlich so gut. Ja, gut, aber ich weiß nicht, ob er da mal an die Algen rangeht oder, also Kugelalgen, habe ich nicht das Gefühl, als würde er sich da irgendwie dran begehren. Keine Ahnung. Wie gehst du da gegen die Kugelalgen jetzt vor? Ja, bis vor ein paar Wochen habe ich tatsächlich jetzt über Wasserwechsel alle 10 bis 14 Tage dann eben abgesaugt. Und ja, dann habe ich mich dann nochmal ein bisschen eingelesen. Und da gibt es ja diese 50-50 Meinung. Der eine sagt, muss man eben mit absaugen. Also bei einem Wasserwechsel mit absaugen oder eben zurückführen. Denn die Logik dahinter ist auch für mich, ne, immer noch als Laie, wenn die Tiere da rangehen, setzen sie es auf. Meistens genau. Auf und setzen damit die Sporen ja auch frei. Ja, das, ne? Da ist die Meinung, ich sag mal, geteilt. Der eine sagt ja, die setzen die Sporen frei. Aber wenn du natürlich jemanden drin hast, der die Tierchen sowieso schon, die Algen sowieso frisst, ja, dann frisst er ja auch den Aufwuchs auf. Also bis jetzt funktioniert es. Ich lasse es jetzt mal drauf ankommen. Und wir haben es ja gerade im Eingang schon gesehen, so schlecht sieht es gar nicht aus. Tatsächlich, also es wächst und gedeiht. Also sagen wir mal so, es ist aktuell, ich hoffe, nicht noch zu handeln. Ich hoffe, dass es dabei bleibt jetzt. Und ich kann nichts sonst Negatives sagen. Ja gut, es sind noch mal ein oder zwei Köpfe abgeraucht. Ne? Ja. Kann aber schon mal passieren. Da steckt man nicht drin. Selbst bei mir geht es ja auch hier und da noch mal ein Köpfchen weg. Aber das könnte vielleicht dann hier und da vielleicht mal an einer Nährstofflimitierung gelegen haben oder sowas, was man nicht direkt sieht. Ansonsten hatte ich den Draht, das war ja aber auch nie großartig ein Problem. Der war der recht hoch zwischen 50 und 60. Hast du den jetzt runtergedrückt gekriegt? Ich habe das Becken auf Diät gesetzt, selber nichts mehr zugeführt, habe dann immer quasi darauf gebaut, über das Futter eben. Und trotz all dem passt es halt noch mit den Farben. Also das ist eine Sache, die muss man natürlich in dem Moment beobachten. Musste pauschal sagen. Ich glaube, das waren jetzt über 4-5 Wochen, hatte ich die Dosierung über, also das Nitrat,
gar nichts. Wie gesagt, habe dann ein bisschen mehr gefüttert und ja, jetzt glaube ich vor 2-3 Wochen lagen wir dann bei 5. Also hier war Sanifair. Und ab da habe ich wieder angefangen mit 1 Milliliter am Tag. Plus dann eben das Futter. Ja. Du hattest Probleme mit Cyanus, hast du gesagt? Ja, die habe ich auch in dieser Phase von der Diät des Becken bzw. des Nitrates senken, haben die sich mit entfernt. Klar, ich habe da so zwei, drei kleine Stellen. Also nicht das ganze Becken oder so. Also, nein, gar nicht. Also nichts wirklich Wichtiges. Nee. Also das, was man hier und da dann schon mal hat. Es ist auf jeden Fall alles handelbar gewesen. Und durch das Nitrat runterfahren und halt auch durch das Saubermachen, Absaugen und so weiter, hat sich das alles. Ja, okay. Grundsätzlich Cyanus, bekämpfen ist immer das Beste. Stören. Ja. Und irgendwann erledigt sich das Problem von alleine. Bei mir ist es ja jetzt auch momentan schon fast so weit, nachdem ich dann den Bodengrund jetzt, ich glaube, 3 oder 4 Wochen drin habe, hatte ich ja auch die rote Pest auf dem Boden, weil sich das halt erst alles eingelaufen hat. Und jetzt, wo meine Grundeln da jetzt langsam aber sicher anfangen, den Boden umzuarbeiten, läuft. Naja, also ich hatte bis jetzt noch nie den Zeitpunkt, wo ich sage, boah, scheiße, jetzt ist das immer ein Problem. Also es war alles irgendwie zu handeln, insbesondere wo ich angefangen habe mit dem Wasserwechsel. Ich habe vor ein paar Monaten habe ich angefangen mit dem Absolute Ocean, ganz normal den Wasserwechsel zu machen, dann eben durch das Absaugen des Wassers dann direkt dann mit abzusaugen. Wie viel insgesamt pro Durchgang ungefähr? Mal 40, mal 60 Liter. Also ich sag, mach's auch tatsächlich. Schon eine gute Menge. Ja, ich mach's tatsächlich aber auch davon abhängig, wie viel ich wegmachen muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wo es jetzt zum Schluss dann nur noch die Kugelalgen waren, weil es dann als auch nicht die Riesenmenge war, habe ich dann nur 20 Liter gemacht. Und habe dann auch gemerkt, so, dass das Eis sich von selbst ein bisschen regeneriert. Gerade mit den Cyanus, das war halt sehr schnell zu sehen, wie gut das dann zurückging. Nichts mehr nachkam oder immer weniger. Ja, so das Stören, dann wieder ein Einbringen eines anderen, das Verändern des Habitats, sage ich jetzt mal, durch Wasserwechsel und Absaugen etc. Das ist das, was Cyanus grundsätzlich nicht mögen. Also die haben eine gewisse Grundlage, wo sie sich dann in dem Moment verbreiten. Und sobald du anfängst, das zu stören in irgendeiner Form, ob das jetzt in Licht ist, ob das jetzt mit Nährstoffen ist, Wasserwechsel etc., dann... Ja, wir hatten vor einigen Wochen, da hat man noch gequatscht, wo ich dann das Licht angezogen habe. Man muss aber auch dazu sagen, als das am Anfang mit den Cyanus war, hatten wir ja das Licht auch nochmal komplett eingestellt. Ich glaube, da hat man das UV rausgeholt. Rot hatten wir. Violett. Oder Violett komplett rausgeholt. Das haben wir halt auch noch gemacht. Und genau, stimmt, dann hat man das gemacht, plus das Licht angezogen, weil ich gemerkt habe, so gut, dass das die Tiere bzw. die Korallen, die stagnieren jetzt nicht, aber ich bin der festen Überzeugung davon, die könnten mehr. Die könnten besser stehen, genau. Also hast jetzt, sagen wir mal, schneller wachsen, weil ich halt am Anfang gesehen habe, wie schnell es denn auch gehen kann. Grundsätzlich ist es so, dass die Cyanus ja auch nur unter Licht gedeihen. Also wenn abends das Licht aus ist oder eine geringere Lichtintensität da ist, dann wachsen die nicht so schnell. Und in der Nacht schon mal gar nicht. Und ich sehe es in meinem Becken im Endeffekt, tagsüber, wenn das Licht auf 100%, also auf volle Leistung ist, wie ich es eingestellt habe, dann werden die Stellen hier und da rot, dann wachsen die. Und wenn das Licht dann abends ins Blau reingeht oder weniger wird, dann ist halt nichts mehr. Ja, und nachdem ich das dann eben, ich weiß nicht, erst auf 55%, dann auf 60% und mit den 60%, ich glaube innerhalb von 2 Tagen, fing das Becken an so zu sprießen von Cyanus, wo ich dann gesagt habe, so nee, da habe ich keinen Bock drauf und habe dann wieder runtergefahren auf 50% und somit baute sich das dann jetzt wieder komplett bis dahin ab, dass wir einfach nichts mehr haben. Okay, du bist ja also im Prinzip so ein kleines bisschen am Ausprobieren, wie viel Licht du draufpacken kannst und nicht. Ja, genau. Ja, aber bei 55-60% weiß ich schon, ist Feierabend. Und das Spielchen da jetzt zu treiben, ich mache die ganze Zeit hinterher sauber. Und am Ende des Tages musst du bei Cyanus ja eigentlich theoretisch genauso die ganze Zeit Wasserwechsel machen.
Theoretisch schon, ja. Ja, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, ist richtig. Also hast deine Korallen so ein kleines bisschen so auf Sparflamme am Laufen, sage ich jetzt mal. Ja. Aber vom Polypenbild her geht es, das ist ganz gut. Blende ich euch auch mal so zwischendurch die ganze Zeit schon mit ein, wie das Becken aussieht. Aber ganz allgemein kann man sagen, es steht gut. Ja. Ich habe auch gesehen, hast du kleine Ablegerbanken, hast schon genug Milchgas gezüchtet. Teils. Ein Teil war noch von der Beckenauflösung, die stehen immer noch hier. Ja, das habe ich ihm schon wieder was angedichtet, was er nicht gemacht hat. Ja. Nein. Nee, also die Milka, die weiß ich, die steht gut, aber die wächst halt auch nicht, weil ich denke schon, dass da zu wenig Dampf dann eben von nicht herkommt. Ja, okay, der Kampf mit den Cyanus ist immer so eine Sache für sich. Ja. Da muss man sich langsam rantasten. Nee, und da das Becken halt super gut steht, so an sich, wenn ich dann. Was ich aber auch gemerkt habe, ist die Tatsache, dass wenn ich weniger meine Finger drin habe, dann. Ja. Gerade in so einem kleinen Becken merkt man das ganz, ganz schnell. Ja, und das ist zwischendurch natürlich, dass so in der Woche zwei, dreimal die Scheibe sauber machen, aber wirklich ins Becken reingreifen, machen wir halt auch nur noch, wenn wir die Anemone füttern. ja, und daneben alle zwei Wochen, wenn dann wirklich mal sauber gemacht werden muss. Bist du wirklich aktiv am Füttern, ja? Ja. Doch, also tatsächlich zweimal pro Woche, dreimal. Aber da kommen wir dann zum nächsten Thema. Mehr oder weniger. Ihr seht ja tatsächlich jetzt das Becken in seinem Stadium, wie es bisher gelaufen ist, zum letzten Mal in dieser Form. Der hat da was vor. Ich sag da nichts zu. Ich kann da auch ganz ehrlich nichts. Ja, ich denke, da werden viele Leute jetzt nicht so mit, was heißt Komfort sein, aber das vielleicht nachvollziehen können. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber okay. Es ist. Ich auch nicht. Ja, also man muss ja dazu sagen, also ich persönlich bin ja so ein Mensch, ich habe mich schnell an was satt gesehen. Ob es jetzt nun daran liegt, dass ich zum Beispiel, oder wenn ich sage, ich fahre jetzt zwei Jahre ein Auto, dann hätte ich gerne ein neues Auto. Ich hatte im Februar Urlaub und hatten wir schon darüber gesprochen, was können wir hier renovieren. Ne? Ich mag immer gerne mal was Neues machen, so eine Neuerung. Und so ist das jetzt halt auch mit dem Aquarium. Also wir vergrößern uns nicht, also das Thema ist halt auch... Ja, okay, die Vergrößerung, die du haben wolltest, steht ja beim Thorsten. Ja, richtig. Und ich sag mal, unter anderen Voraussetzungen, ich glaube tatsächlich, dass ich, und das habe ich zu Lina dann auch noch gesagt, dass ich froh darum bin, dass es nicht funktioniert hat, weil... Ich weiß nicht, wo wir es jetzt hinstellen sollen. Ganz ehrlich, also er ist jetzt hingegangen, ähnlich wie meine Wenigkeit, neue Couch, hier ein bisschen neu eingerichtet, da hinten ein Sessel hin. Und ganz ehrlich, so ein, ich sag mal, der Frack Tank, den der Thorsten jetzt hat, ist ein schönes Becken, ist aber auch 1,50 Meter an 65. Ja, die so Länge ist nicht mal das Problem, sondern die extreme Tiefe von den Poolbecken oder von den Reefern. Ne? Und das würde uns hier so viel Raum... Wir haben ja ein großes Wohnzimmer, das sind 30 Quadratmeter. Ja, aber wenn jetzt hier noch ein entsprechendes Becken noch reinkäme, das würde euch einiges wegnehmen. Und das war ja von mir ja auch so eine Kurzschlussreaktion. Ich hatte in der Renovierung, hatte ich zwischenzeitlich immer bei Kleinanzeigen geguckt und da stand dieses Becken und da dachte ich, boah, geil. Waterbox, Preis war bombastisch, aber... eben 400 Kilometer weg. So, ich mich dann in Verbindung gesetzt mit meinem besten Freund, mit Mietwagenunternehmen und so weiter und so fort. Und das hat aber alles so nicht ganz so hingehauen, wie ich das gerne gehabt hätte. Wo ich dann irgendwann gesagt habe, gut, dann egal. Dann ist es halt so, dann holen wir das eben nicht ab. Ne, der Thorsten hatte sich das Becken ja dann geholt, aber ich glaube tatsächlich... Das Becken ist in Top-Zustand. Also du hättest da einen richtigen Schnapper mitgemacht. Und Thorsten hat das ja, glaube ich, sogar noch mal einen Ticken günstiger gekriegt, als ich es... Ja, okay, stand ja jetzt noch anderthalb auf zwei Wochen länger drin und dann ist er ja noch mal mit dem Preis ein bisschen runtergegangen. Also absolut geiles Ding, insbesondere weil die Waterbox, die sind optisch einfach Knaller. Ja. Ne? Und jetzt stell dir mal vor, da wo die Kamera steht, da ist zum Beispiel... hätte man es hinstellen können, ja. Dann hätte man die Kollision aber mit der Tür gehabt. So, wir haben auch noch zwei Kinder hier und ne, wenn die dann mal, oder kann auch uns genauso passieren, nicht darauf achten, da hämmern wir hier die Balkontür dann in das Becken rein, das wäre ganz schön Eier gewesen. Kontraproduktiv. Und,
Und auf der anderen Seite haben wir noch eine Wand, da hätte es wunderbar hingepasst, aber da steht halt mein Sessel und auch der Sessel des Katers und der Sessel kann nicht weichen. Ja, was nicht geht, geht nicht, ganz einfach. Und von daher... Ja, kommt jetzt eine andere Veränderung. Ja, gut, Lina und ich, wir sind ja von Tag 1 absolute Anemonen-Fans. Mhm. Was sagt man dazu? Atembecken? Atembecken, genau. Ja. Es wird ein Atembecken. Genau, es kommt alles raus. Alles an Korallen? Alles an Korallen kommt raus. Der Thorsten bekommt die Korallen, übernimmt die Tiere. Und ist dann schon mal die Aufstockung für das 3-Meter-Becken. Nimmt dann den Reefer wieder in Betrieb, um zu sammeln. Genau. Und ja, dann werden wir da, oder ich mehr oder weniger, dann ein Anemonenbecken draus machen. Und da habe ich richtig Bock drauf. Ich muss aber auch gestehen, wir sind jetzt seit anderthalb Jahren dran. Und mit der Anemone haben wir so viel Spaß gehabt, ob das jetzt nur positiv, negativ war, wandern hier, wandern da, teilen. Das hat mich in der ganzen Zeit jetzt einfach am meisten gecatcht. Mhm. Natürlich sieht so ein Anemonen-Glabrescenzberg schon auch geil aus, insbesondere weil da vielfältige Farben sind und so weiter. Und dann, man kann es natürlich auch, ich hätte da jetzt noch 5 Köpfe reinsetzen können. Hm. Ne? Aber das catcht mich nicht. Ich weiß nicht warum. Wir werden sehen. Insbesondere ich hoffe, interessant. Also wir werden nächste Woche Samstag. Nächste Woche? Ja, genau. Nicht diese Woche, sondern darauf die Woche bin ich auch mit dabei. Und dann schauen wir mal an, dass wir das alles sauber verpackt kriegen. Dass alles rauskommt. Dann habe ich das Becken dann bis auf die Anemone und ich glaube ein, zwei kleine Sachen, die wollte ich behalten. Mhm. Oder beziehungsweise mir noch ein Stück da lassen. Wie du siehst, hat das ja alles auch gewuchert. Naja. Ne, also da tut Thorsten sich jetzt keinen Abbruch dran, wenn er mir ein kleines Stück da lässt. Aber dann wird die Dosierpumpe, die wird ausgeschaltet. Dann in der Woche darauf, ich habe hier jemanden aus der Nähe, bei dem sind die explodiert, der muss da eine Anemone loswerden. Dann habe ich noch eine. Also, das sind. Die Quadricolor. Quadricolor und eine grüne. Auch eine Quadri? Ja. Mhm. Die werde ich mal auch noch. Ja, bin ich gespannt. Ganz ehrlich gesagt, also ich habe diesbezüglich überhaupt keinen Plan. Also, ich denke, du kannst dann auch, was Spurenelemente und Ähnliches angeht, kannst du tatsächlich nur über die ICP dann versuchen rauszukriegen, was im Becken verbraucht wird. Ja, ich habe da absolut wenig praktische Erfahrung, das ist klar. Ich weiß nur, dass so wie ich das Becken gehandhabt habe, stand die Anemone immer am besten. Wir wissen aber auch, dass die Anemone somit eins der einfachsten Tiere ist, die man halten kann. Eine stabile Umgebung braucht, aber dann ist sie in Anführungszeichen ziemlich einfach. Und ja, genau. Letztendlich, ich habe mich mit ein paar Leuten auseinandergesetzt, wie jetzt auch zum Beispiel der junge Mann, dem ich die Anemone, also geordert sind 10 Stück. Ich muss aber halt sehen, wie groß die sind. Das kann ich auf den Bildern schlecht erkennen. Ja. Ich werde da tagsüber hinfahren, wenn die halt genug Licht haben und dann kann ich halt schon sehen, okay, wie groß sind die und wie viele kann ich nehmen. Ja, und dann eben übers Testen rausfinden, was die brauchen. Und gegebenenfalls kannst du ja auch mal ein neues anfragen. Ne? Aus Solaris-Bande. Ach so, Claudia, ja. Da vielleicht mal nachfragen, wie sie das handhabt mit den Anemonen, ob sie vielleicht nur rein über Wasserwechsel fährt. Weil ja, aber genau darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Und zwar, keiner kann dir irgendwas dazu sagen. Ne? Also mit den Leuten, mit denen ich mich jetzt darüber unterhalten habe, sagt, Fütter, sauber machen, gut ist. Stabile Werte. Ja. Ich sag mal so, ich werde es jetzt ausprobieren. Und dann, wenn ich merke, dass irgendwas nicht stimmt, dann muss ich dementsprechend eben handeln. Aber ich denke schon, so wie das Becken jetzt akut läuft. Ja, grundsätzlich hast du ja erstmal alles da. Ja, eben. Was man dann jetzt mit der Strömungspumpe macht oder ob der Riff jetzt so bleiben kann, wie es ist, das werden wir dann im Laufe der Zeit sehen. Schützen muss es auf jeden Fall von hinten. Ja. Also da würde ich zumindest grobmaschig so, wie du es vom Schutz hast, das würde ich dahinter packen. Weil sobald Anemonen sich irgendwie ablösen, pumpen die sich auf, treiben durchs Becken und werden natürlich von so einer Strömungspumpe angepackt. Und wenn die dann da reingeht und die geht
durch diese schmalen Schlitze geht die durch, ja, von der Pumpe. Ja, dann ist Polen offen. Ja, müssen wir einfach schauen, wie sich das dann jetzt entwickelt. Ich denke, wenn das Ding dann auch mal am Laufen ist. Ich stelle mir das optisch so vor. Du stehst vor dem Becken und du hast da einfach nur noch einen riesen Haufen Anemonen, die eventuell dann optisch noch ein bisschen unterschiedlich sind von den Farben. Und was ja mein großer Wunsch wäre, ist, dass die zwei Nemos, die jetzt gerade drin sind, halt auch irgendwann mal in Bayern eben eine gewisse Größe haben. Mhm. Die sind natürlich jetzt schon doppelt so groß als vor anderthalb Jahren. Ja. Aber das können halt natürlich auch nochmal richtige Kavenzmänner werden, ne? Ja. Und ja. Das ist so akut der Plan. Ich habe auch gedacht, oh wir. Aber okay. Ich sag mal, wir haben jetzt tatsächlich lange nicht mehr über das Becken gesprochen oder du kamst lange auch nicht mehr mit einem Problem zu mir. Hieß, und wir sehen es im Endeffekt am Becken ja selber, es steht, es läuft. Heißt auch, Probleme, die hier und da sind, hast du erkannt, hast du bekämpft. Ja, ich bin ja mittlerweile auch an dem Punkt, ich bin froh darum, dass das Becken so steht, wie es jetzt da steht. Aber zum aktuellen Zeitpunkt bin ich aber auch an dem Punkt, ich würde mich jetzt nicht vergrößern wollen. Ja, okay. Ne, das muss ja alles zur Umgebung passen. Genau. Man kann ja nicht einfach sagen, okay, wir packen jetzt die Couch weg, weil ein Aquarium hin muss. Dann hängt der Haussegen schief. Nee. Wer weiß, was in 10 Jahren ist. Man muss ja auch dazu sagen, wir hatten ja beide ja so den Spleen, wir wollen was Größeres haben. Dann wieder nicht. Und dann kommt man an den Punkt, wo man sagt, okay, wir gehen dann noch ein neues holen. Und dann merkt man, okay, damit schränkst du dich wohl nicht dann doch zu sehr ein, auch gut, wenn wir jetzt die 90 Quadratmeter haben. Hm. Ich hatte ja zwischenzeitlich ja noch das Nano Max. Hm. Ne? Der Zwischenversuch von dir hat ja eigentlich. Das hat eigentlich auch gut geklappt, aber tatsächlich war es mir kopftechnisch zu viel. Also. Weil ich sag mal, zweites Becken noch zusätzlich zu haben, ist die Biologie dann. Ja. Also ich habe selbst das erste Mal daneben gemerkt, dass nicht jede Biologie gleich ist. Hm. Und natürlich ist ein 75-Liter Becken nochmal ganz anders zu handeln als ein 300-Liter Becken. Und ein 300-Liter Becken ist dann nochmal was ganz anderes zu 600 oder 1000 Liter. Hm. Und beiden Becken volle Aufmerksamkeit schenken, also das habe ich nicht hinbekommen. Also da hatte ich ist ja viel Arbeit. Nachdem das Becken dann stand, habe ich auch war ich auf Feuer und Flamme und Lina hatte dann quasi ihr eigenes Becken. Mhm. Aber dann hin und her switchen und dann machst du das bei dem so und dann willst du es bei dem anderen auch so machen, merkst, okay, geht nicht. Mhm. Jede Biologie entwickelt sich dann in dem Moment anders. Das Kurioseste und was ziemlich krass war, ist, unsere Anemone war weg. Wir hatten bei der Claudia ja noch eine Anemone zu den Nemos geholt und dann war die dann von heute auf morgen spurlos verschwunden. Wie kann denn ein 60-Liter Becken so ein... Das fragen wir uns bis heute. Ich hab mir noch gedacht, okay, komm, wenn du das... Ich habe das Becken dann verkauft und... Hast du ganz normal gefragt? Ach, da kann ich auch noch was zu erzählen, aber... dann hatte ich dann einen jungen Mann gefunden, der das Becken dann genommen hatte und dachte, okay, wenn du das Becken leer machst und alles raus, du findest die dann. Nichts, gar nichts. Als wäre da nie irgendwie was drin gewesen. Das ist interessant. Und da sind ja, stimmt, das Becken habe ich ja quasi mit Ablegern aus dem großen Becken ja. Ja, Wasser aus dem großen aufgebaut. Becken, Ableger aus dem großen Becken. Genau, richtig. Ja. Ne, also da sind auch einige Köpfe, die ich ja aus dem Becken dann quasi abgemacht habe. Und die habe ich dann aber auch nachher als Komplettbecken dann mitverkauft. Ne? Und ja. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Ich weiß, dass kleine Anemönchen da mal verschwinden können, aber so klein war die ja nicht. Frag mich nicht. Ich würde gerne eine Erklärung dazu geben, kann ich aber nicht, weil wir waren ja sogar der Annahme, gut, die ist vielleicht rausgeklettert. Sag doch die Katze. Ob die. Nee, da wollte ich gleich dann erzählen. Ich hatte bis vor ein paar Monaten hatte ich ja das Netz noch nicht. Mhm. Den Sprungschluss. Ja, weil ich immer so der Meinung war, das sieht optisch einfach kacke aus. Ne? Ja, und dann sind mir ja beide Gründe. Rausgesprungen? Der eine ist gestorben, eine ist rausgesprungen, die beiden Mandarinen sind rausgesprungen und einmal
dieser Gremlin da. Wie heißt er? Algen? Ja, der Blenny. Der Diamanthilfe oder ne? Und da war dann, du kommst nicht drum rum. Es musste einfach sein. Ja, und nachdem dann beide Mandarins dann weg waren, was ja mir für mich dann so das Schlimmste an allem war, habe ich gesagt, gut, dann muss das Netz jetzt darüber. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, die Tiere lagen vor dem Aquarium und der Kater ist dann nicht rangegangen. Der hat die nicht mal beachtet. Also war nicht zubereitet. Höchstwahrscheinlich. Ne? Ja, das stimmt. Aha, komische Katze. Nee, dementsprechend. Wie gesagt, die Anemone ist nie wieder aufgetaucht. Ich dachte auch, dass die sich vielleicht hinten irgendwo hinter der Steckdose versteckt. Ja, nee, aber dass die sich da hinten irgendwo, dass die vergammelt ist, aber auch das nicht. Ne? Komisch. Ja, ganz kurios. Nee, aber mit dem, ich weiß nicht, du hast ja glaube ich auch noch Videos von dem kleinen Becken, da kannst du ja auch mal zeigen. Muss mal gucken, ob ich noch was rausfinde. Ja, blende ich da nochmal kurz mit ein. Ne, und ja. Nee, aber wie gesagt, das ist. Ja, zwei Becken gleichzeitig zu pflegen, das ist schon haarig. Also da muss man dranbleiben. Einzig gute Weise, ne, zum Dosieren bin ich dann ans Becken gegangen, hab dann darüber abgezapft und dann da rein. Und, ja. Ne, und 75 Liter. Ich dachte nicht, und ich dachte wirklich anfangs, okay, pass auf, das sind 75 Liter. So, wenn du 10-20% der Wasserwechsel machst alle zwei Wochen, da kann da ja nicht schief gehen. So, dann willst du Wasserwechsel machen, hast du trotzdem da war zu wenig, hier war zu wenig, dann bist du trotzdem an da. Nee, und da sage ich, nee, dann lieber das Große vernünftig und wunderbar laufen haben, als dann irgendwie da zu kurz zu kommen und dann geht mir da was kaputt oder, ne. Und dann, ich glaube, nach 4-5 Wochen war der Becken dann auch schon wieder weg. Also, ja, ich habe es ja im Endeffekt auch gehabt mit dem Projektbecken. Das gleichzeitig zum Reefer, was ich damals auch hatte, gleichzeitig laufen zu lassen und auch auf Stand zu halten, ist schon, also da muss man dranbleiben. Das muss man wollen. Ja, nee, viele wollen es, ich habe mehrere Becken. Ich habe da keine Lust für. Ja. Nicht wirklich. Nee, aber sonst, wie gesagt, Becken war weg. Ich kümmere mich um das Becken und jetzt eben die Neuerung. Ich möchte einfach was anderes ausprobieren. Und selbst wenn ich dann in einem Jahr wieder den Spin habe, so okay, alle Anemonen raus und wieder andere Tiere rein, ja, dann ist das so. Man muss erst mal gucken, was man haben will. Richtig. Ist ja kein Thema. Und du hast jetzt gesehen, so wie es jetzt ist, läuft es, funktioniert, du weißt, wie es geht. Ja. Probieren wir was Neues aus. Ist ja kein Thema. Ja. Nee, aber sonst, wie gesagt, ich kann da von keinen Problematiken reden, weil ernsthafte Problematiken hatten wir bis jetzt nur mit dem Phosphatmal, der über die 3-4 Wochen hat auch wunderbar funktioniert hat, da zu handeln. Kommen wir noch mal kurz auf den Abschäumer zu sprechen. Ja. Weil da haben wir ja auch jetzt lange nichts mehr gebracht. Wir haben ja einmal kurz dieses Zwischenreview gehabt. Wie verhält er sich? Der steht weiterhin auf seinem Plateau und arbeitet für sich. Also du hast ihn immer noch ein Stückchen höher und läuft sauber vor sich hin. Auch da kann ich nichts Negatives sagen. Also, und der ist ja mittlerweile auch mucksmäuschenstill. Also wenn das Becken irgendein Geräusch dann abgibt, dann liegt das daran, weil ich da das Wasser falsch eingestellt habe. Oder wie du die Hände dran hattest. Nö, weil ich mich wahrscheinlich zu lange nicht drum gekümmert habe. Oder so. Wasser einfach zu wenig wurde. Und dann eben wieder rumspielen muss, bis es aufhört zu plätschern und so. Aber ansonsten, das ist, ja, perfekt möchte ich jetzt nicht sagen, aber das ist gut, so wie es jetzt gerade steht. Also macht keinen Ärger, keine Probleme, steht alles gut da. Da habe ich Daniel gerade eben auch gezeigt, da die paar Ankorer, die schmeißen auch jede Menge Köpfe. Es wächst und sprießt. Ja. Und farbtechnisch steht es auch sehr gut da. Also aber tatsächlich sind das ja die man am wenigsten jetzt zum Wachsen haben möchte. Ne? Ja? Tja. Ja. Dann sind wir auch gespannt. Nächste Woche. Ja. Dann machen wir ein separates Kurzvideo. Mal gucken, was wir machen. Ich werde wahrscheinlich mit dem Handy machen. Weil da sind in dem Moment die Korallen wichtiger, dass sie sauber verpackt werden und auch sauber transportiert werden können. Ja. Das ist sehr viel wichtiger. Ja. Und dann ist das Becken erstmal leer. Was machst du dann? Ja, Samstag sind die Tiere dann weg. Wie gesagt, dann stelle ich die Versorgung ein. Muss dann schauen, was die Anemone, die dann ja eben noch drin ist, an KH zieht, was nicht viel sein kann, glaube als auch Einzeltier. Ja, okay, du hast noch eine gewisse Grundbiologie, die dann hier und da natürlich auch ein bisschen noch KH verbraucht. Nee, aber
Samstags kommt ihr die Tiere abholen und dann in der Woche darauf werde ich dann die anderen Tiere umfahren. Wie gesagt, wie viele es dann jetzt werden, muss ich schauen. Also hättest du theoretisch könntest du 10 holen, aber ich glaube auch nicht. Ich könnte, glaube ich, theoretisch gesehen sogar 20 holen, weil. Nee, also, ich denke, das wird ein bisschen zu viel. Und ja. Und dann werde ich mich ans Anemonenzüchten begeben. Ich weiß, ich habe da so Bock drauf, weil die auch einfach so in meiner Welt einfach zu handeln sind. Ich finde die optisch sehr schön. Was das jetzt mit der Biologie dann macht, das werden wir dann sehen. Mhm. Also das kann ich jetzt gerade so nicht einschätzen. Das, was ich weiß oder meine zu wissen, ist es, dass es einfach sein kann. Einen gewissen Aufwand wirst du auch betreiben müssen. Also da kommst du ja nicht drum rum. Das ist ja. Aber ich denke, es wird vielleicht ein kleines Tick ist ein einfacher, aber halt auf andere Art und Weise. Wie gesagt, ich habe vom Anemonenzüchten auch nicht wirklich. Ich weiß nicht, das ist ja so ein Ding gewesen, wo wir halt auch immer Bock drauf hatten, so wirklich was ranzuzüchten, wo die Leute Bock drauf haben. Mhm. Ne? Wenn du dann hier, wenn du dann immer wieder jemanden hast, den du mit Anemonen versorgen kannst, warum nicht? Ja. Das sind die perfekten Startertiere. Wenn das Becken einigermaßen stabil ist, muss man dazu sagen. Wenn es gewünscht ist, ja. Ne? Also, ja gut, aber was heißt, wir haben das Becken damals gestartet. Drei oder vier Wochen danach, nach Start. Nein, 2 Wochen. Wir haben Absolut Ocean reingepackt. Und dann lief das, glaube ich, 10, 14 Tage mit einer Paar und Kocher von dir. Hm. Und das war's. Und war es aber auch schon einigermaßen stabil. Und Bandwürmer, sag ich. Wie heißen sie? Ja. Genau, das, was ich nicht mehr habe. Doch, habe ich noch, aber nicht mehr. Hör mal, der Schacht ist voll. Kannst du dir gerne abernten und nächste Woche mitnehmen. Ich kann mal ein Pinzett in deinen Schacht setzen. Ja. Kommt dann anschließend als Kugelfisch da wieder raus. Ja, mit 14 Tagen haben wir gestartet. Da haben wir die Anemone und die Nemo. Dann war es relativ stabil. Ja. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, dass die Wasserwerte, also sprich die Nährstoffe einigermaßen stabil bleiben. Man muss natürlich gerade in der Anfangsphase von so einem Becken unheimlich hinterher sein. Also messen. Minimum einmal am Tag, um zu gucken, wo ist es ungefähr. Passt das, was ich gemacht habe? Wie sieht das Becken innen drin aus? Und dann kann man sowas auch machen, ja. Das funktioniert. Ja gut, hat ja auch funktioniert. In der Anfangszeit habe ich ja teilweise sogar 2-mal am Tag gemessen, weil ich ja da auch noch nicht die Dosierpumpe hatte und alles. Ja, dann, ich glaube, nach 3-4 Monaten habe ich ja die Dosierpumpe geholt und dann ging das ja alles automatisiert. Die möchte ich auch nicht mehr missen. Also. Ja, wenn es läuft, wenn man Spaß dran hat. Ja. Und jetzt erstmal einen neuen Bereich erkunden. Wir werden es. Ja, sehen. Ja, ich habe da auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ja, und ich weiß auch, dass Farbpracht wird nicht mehr da sein. Nicht mehr so wie jetzt. Aber anders. Wenn du da so, weiß ich nicht, so 5, 6 Kilo so Fleisch drin hast, der den ganzen Tag noch rumwabbeln ist. Ich weiß nicht, ich find's geil. Ich war damals das erste Mal, war ich mit der Kleinen nach 20 Jahren im Aquazoo. Mhm. Und da haben die ja so 2 so Arten Becken. Die ganze Wand voll, ne? Geil. Und dann mit den fetten Ocellaris da drin. Cool. Warum nicht? Ja. Nee, und dann einfach mal schauen. Und dann schauen eben halt auch, ob das mit dem Riff so funktioniert. Wenn das funktioniert, bleibt natürlich alles so. Ansonsten muss man mal gucken, was ich da bei Norbert noch holen kann und ein bisschen umstrukturieren, aber wie gesagt, da mache ich mir jetzt gar nicht so einen Kopf. Und wenn die meinen, spazieren gehen zu müssen, ja, dann bitte. Ja, okay, so haben wir dann im Endeffekt nichts mehr, was wir kaputt machen können. Muss halt bloß erstmal das, darauf schauen, dass halt die Pumpe von hinten geschützt ist. Und das ist das Einzige. Und was ich ja auch noch tun kann, wenn das zu gefährlich sein könnte mit der Strömungspumpe, meine Rückforderpumpe, die hat auch genug Dampf. Ne? Also wenn ich hast du noch Reserven dran? Ja, also die läuft ja nur auf 60%. Und wenn ich die jetzt auf 100% stelle, also da ist da auch genug Schmackes hinter, dass ich sagen kann, gut, damit versuche ich dann erstmal. Kann man erstmal schauen, wie es überhaupt läuft, genau. Ne? Also das ist halt auch machbar. Ne?
Aber wie gesagt, ich freue mich schon darauf, wenn ich so einige Tiere geholt habe, die einsetze. Ich werde die natürlich dann erstmal da einsetzen, wo ich sie gerne hätte und dann mal gucken, wo sie sich dann zu Hause fühlen. Ne? Ja, das ist hier Sache an denen, ja. Ich denke, die Große jetzt wird weiter in ihrer Höhle bleiben. Also ich habe da schon so ein Bild im Kopf, wie das aussehen soll. Aber dann natürlich so. Grundsätzlich machen sie sich da fest, wo sie sich in Schatten oder ins Dunkel zurückziehen können. Das heißt, die werden wahrscheinlich mit den Füßen alle unter dem also ich hatte dir ja Bilder von demjenigen gezeigt, wo, ich weiß nicht, ob du gerade im Kopf hast, wo ich die Tiere holen fahre. Die sitzen tatsächlich? Die sitzen alle on top. Und das schon seit über einem Jahr. Die sitzen da, holen sich da ihre Sonne, holen sich da ihre Nahrung in der Strömung ab und wachsen, gedeihen und teilen sich dort. Wie gesagt, ich habe da keine Ahnung von. Ich habe da nur eine von einem Atembecken. Werden wir sehen. Ja, und dann werde ich mir mal ein vernünftiges Anemonengefängnis holen. Ja, also wie gesagt, Plan ist wirklich, dass die zu mästen, so wie ich das jetzt mit denen mache. Und dann eben pass bloß auf deine Wasserkarte auf. Und dann, wenn dann Leute demnächst Anemonen brauchen, können die gerne klingeln kommen. Also so, das wäre so der grobe Plan. Ja. Ja. Und nicht, dass ich damit Geld verdienen möchte, weil was willst du dafür verlangen? 15 Euro für so ein Tier und dann ist gut. Kriegst du nicht mehr für so viel. Ja. Und von daher, ja. Ja, da sind wir mal gespannt. Wir werden es sehen. Ich lasse ihn mal machen, weil wie gesagt, Atembecken habe ich eh keinen Plan von. Und hast du jetzt in der Zeit, wo das Becken jetzt läuft und das andere, genug Wissen angeeignet, behaupte ich jetzt mal. Ja, ich denke schon, dass dazu. Also da. Gerade weil Anemone, das ist ein Anfängertier. Da kannst du nicht viel falsch bei machen. Doch, man kann einiges falsch machen. Ja. Aber ich sag mal, allein die Grundvoraussetzung, die du ja sowieso schon hast, auf die glatten Werte zu achten, dass es wirklich nach Möglichkeit so wenig Schwankungen wie möglich gibt. Und wenn ein Tier bei mir die ganzen Schwankungen perfekt mitgemacht hat, dann ist es die Anemone. Dann ist es die Anemone. Sei es jetzt der Phosphatwert von 6. Mhm. Ne? Das war 6? Ja. Kannst du mich mehr dran erinnern? Doch, da war was, was so hoch war. Wo sich doch schon beim ersten Tropfen. Stimmt. Alles blau gefärbt hatte. Bei da war ich noch hier und dann hab ich selber. Ja, wo du ja auch noch mal deinen Test auch geholt hast und alles. Richtig, richtig. Juni? Ja, halbes Jahr. Immer diese Kleinigkeit, ja. So kurz vor Urlaub. Ja. Und nichts mit Kohle oder sowas. Ne? Das haben wir dann mit Lantan. Ja. Immer schön dosiert. Schön vorsichtig messen. Runter. Ja. Genau. Und nichts abgeraucht. Nichts. Wenn man es kontrolliert einsetzt, ist es ja auch nicht das Problem. Ne? Lantan ist eine Sache, wo es sehr schnell mitgehen kann, aber nicht sollte unbedingt. Aber okay. Aber sonst kannst du, was willst du denn da noch so für Updates? Ich glaube nicht. Kannst nichts an Updates bringen. Ja, das war unter anderem auch ein Grund, warum wir eigentlich nichts mehr gemacht haben. Weil es lief, was wollen wir euch da draußen noch erzählen? Das ist jetzt mal ein Update. Es lief bis jetzt sauber. Seht ihr ja an den Bildern, die ich hier und da mit eingeblendet habe. So, Streiche Sätze. Also Becken ist nicht gegen die Wand gefahren, nein. Er hat jetzt einfach was anderes im Kopf. Ja, und unsere Putzergarnele. Die ist auch vor ein paar Monaten schon, ne? Ja, das kann aber, geht bei den Garnelen relativ zügig. Also je nachdem, wie alt die sind, wenn man die holt, kannst du davon teilweise auch nur ein halbes oder dreiviertel Jahr von Spaß haben. Und, ja. Wenn du die ganz klein holst, dann kannst du Glück haben, so ein Jahr auf anderthalb sind die schon ein kleines bisschen größer. Dann kannst du das Alter schon mal gar nicht mehr einschätzen. Ja. Und wenn sie dann noch ein Stückchen weiter wachsen, ja, halbes, dreiviertel Jahr, ein Jahr, vielleicht auch, wie gesagt, wenn du so klein bist, vielleicht bis auf 2 Jahre, aber das sind in Anführungszeichen Tiere, die relativ zügig dann ersetzt werden müssen. Ja, und wie heißt der eine nochmal, den ich hier drin habe? Der Flache. Tankpfeile? So, genau. Die Pfeile. Stimmt, ich hatte ja noch die Glasrosenplage. Da habe ich mir einen Tankpfeilenfisch geholt. Ich glaube 2 Wochen und ich sitze hier und denke mir, scheiße, jetzt hast du da schon wieder ein Tier geholt. Das, was ich euch schon immer gesagt habe, Tier einsetzen funktioniert nicht direkt auf Anhieb. Und dann, ich glaube nach 2-3 Wochen,
Hat er mich schon kontaktiert gehabt, sagt, oh, das Viech, das tut überhaupt nicht das, was es soll. Ja, und dann nach der Nebelaktion mehr oder weniger. Ich weiß, kann auch sein, dass ich dann einfach nicht mehr drauf geachtet habe. Mhm. Das waren dann innerhalb von ein, zwei Tagen waren die ganzen Glaslosen weg. Der ist aber auch Futterfett, das ist auch so ein verfressenes Schwein. Und den kannst du auch streicheln. Ne? Okay. Der ist genial. Also da wäre ich auch so traurig drum, wenn der mich verlassen würde, weil der ist auch der Einzige, so, der sich mit den Demos halt sehr präsent hält. Den, ne, würde ich auch tatsächlich noch hier drin lassen. Also ja, absolut, den würde ich, gebe ich nicht ab. Ja. Weil allein, du musst ja trotz alledem, auch wenn du jetzt ein Atembecken machst, bist du von den Plagen nicht verschont. Nein, die Tiere, so wie, also die Fische an sich, wie sie jetzt da drin sind, die bleiben auch. Die Mandarins, ja. Da war ich auch, also da war so eine Zwiespaltsituation. Mhm. Na, die Mandarinen sind halt eben keine Nachzuchten. Mhm. Gibt es nicht. Kannst du mir auch erzählen, was du willst. Also das, was man da unten angeblich in Bayern kriegt. Also ja, das war mal dahingestellt. Aber da war dann für mich auch die Situation so, okay, du hattest jetzt zwei Stück. Eigenverschulden, ich hatte das Netz nicht drauf. Mhm. Und ist jetzt nochmal welche holen oder lässt es bleiben? Dann habe ich dann jetzt nochmal welche geholt, aber tatsächlich, wenn das jetzt, selbst wenn es natürlich ein Todes ist oder sowas, ich würde tatsächlich dann auch nichts mehr nachholen. Erstmal sind die mir auch zu teuer und ja, wenn sie denn dann raus wären, wäre es tatsächlich dann eben ein komplettes Nachzuchtbecken. Von den Tieren dann mit den Anemonen, das sind alles nachgezogene Tiere. Mhm. Und die Fische an sich sind auch erst nachgezogen. Von daher, naja, wollen wir jetzt einfach mal hoffen, dass ich noch ein paar Jahre Spaß an den Tieren habe. Und gewährt zu nehmen. Ja. Und dann, wie gesagt, würde ich sagen, kann man das Becken dann ja nochmal zeigen. Wenn du es dann gestartet hast, wenn es dann einigermaßen läuft, gucken wir mal, dass wir nochmal einen Termin kriegen. Das ist ja auch so ein kleines Problem bei uns. Ja, er hat Schichtdienst und ich habe meine Touren, die sich dann hier und da mal ändern und da mal was, ja, einen gemeinsamen Termin zu finden, ist schon schwer. Ja. Und er hat jetzt frei gehabt und ich habe heute auch mal was früher frei, hat dann eben mal gepasst. Ja. Nee, aber wie gesagt, weil ich hatte dann gestern auch mal das Video oder vorgestern das Video geguckt, wo die Leute drunter geschrieben hatten. Aber die können sich doch selber wahrscheinlich erklären, dass man da nicht jede Woche... Nee, also Technik läuft, ja, steht alles wunderbar, klar, und hier und da die Problemchen... Aber das war es. Und jede Woche das selber erzählen macht ja auch keinen Sinn. Nee, du bist ja nicht so wie ich. Regelmäßig neue Technik oder sonst irgendwas einbauen. Wenn es dann einmal läuft und man es im Griff hat, was soll man dann noch großartig berichten? Aber Update ist ja jetzt da. Streichende Sätze ist auch da. Und wir werden dann erleben, wie es dann dementsprechend weitergeht. Vielleicht haue ich noch hier und da zwischendurch mal auf Instagram eine Kleinigkeit raus von nächster Woche. Weiß ich noch nicht. Vielleicht nehmen wir auch ein bisschen noch was auf, machen noch ein kleines... Das wollten wir eigentlich beim Umbau von deinem Becken auch machen. Ja, theoretisch schon. Ja. Ne? Ist nichts geworden. Ja, wir müssen halt gucken, dass die Tiere sauber verpackt werden nächste Woche. Das ist das Wichtigste. Vor allem sind 80% Euphilien, das heißt 80% alles hängend, muss in irgendeiner Form da transportiert werden. Das ist ja auch nicht so einfach, das nimmt viel Platz weg. Ja, dann würde ich mal pauschal sagen... Das zum Update. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mal gucken wir mal wann. Aber es geht definitiv weiter. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Schauen. Und Däumchen nicht vergessen. Bis zum nächsten Video. Sebastian. Ciao. Euer Viper.